Der Tag der katholischen Elternbildung in der Bücherei in Hitzendorf. Der Tag, als eine von 14 Bücherkisten ihre Reise durch das Land antritt. Zu 6.000 Kindern und ca. 5.000 Eltern in über 185 Eltern-Kind-Gruppen in der ganzen Steiermark. Das, was man im ganz kleinen Alter schon den Kindern mitgibt, das bleibt einfach. Man hat immer Erinnerung. Also ich kann mich oft erinnern, was mir vorgelesen worden ist. Und das ist einfach ganz wichtig. So früh wie möglich mit Büchern, mit Geschichten, dass man da eine Verbindung und dass man das kriegt von den Eltern. Also ist meine Meinung. Die Basis der Sprach- und Lesefreude wird in der Familie gelegt. Den Eltern kommt daher die wichtige Aufgabe zu, ihre Kinder zu fördern. Hast du ein Lieblingsbuch oder eine Lieblingsgeschichte? Ich weiß es. Karfunkel. Um was geht's denn da? Da geht's um einen Jungen, der heißt Luca und der findet im Wald ein Mädchen und im Wald hat er auch Freunde kennengelernt und das Mädchen, das verschwindet. Diese Förderung der Sprach- und Lesekompetenz durch die Eltern kann in der Eltern-Kind-Gruppe optimal unterstützt werden. Vor allem mit den Bücherkisten, eine Schatzkiste der Erinnerungen. Da glänzen nicht nur Kinderaugen. Bücher, an die ich mich sehr gut erinnern kann, ist so wie das kleine Ich bin ich oder die kleine Raupe Nimmersatt. Das sind die Bücher, die ich sehr gut in Erinnerung habe aus dem eigenen Kindergarten. Jede Gruppe hinterlässt auf der Kiste ihre Spuren. Wie ein weit gereister Koffer wird die Bücherkiste nach 2 Jahren voller Erinnerungen an ihren Ursprungsort zurückkehren.